Big Direkt Gesund, der Podcast. Die Gemeinschaftspraxis des Hautarztzentrums in Berlin-Tegel empfängt die Besucher mit hellen und freundlichen Räumen. Gleich im Anmeldebereich liegt ein Informationsblatt aus. Das Thema: Hautkrebsvorsorge, die Lebensversicherung für Ihre Haut. Hautarzt Dr. Martin Miehe macht einen erfahrenen und ruhigen Eindruck. Zu Beginn des Gespräches betont er die Wichtigkeit der Früherkennung und macht damit auch Mut. Jeder Krebs überhaupt und jeder Hautkrebs kann geheilt werden, wenn er rechtzeitig erkannt wird. Und für dieses frühzeitige Erkennen ist die Hautkrebsvorsorge besonders wichtig. Gerade weil das Screening zwar einfach, aber sehr effektiv ist. Und unsere Erfahrung ist die, dass wir doch eine Vielzahl von bösartigen Tumoren rechtzeitig erkannt haben, was zu Problemen hätte führen können, wenn die Hautvorsorge nicht gemacht worden ist. Es ist also öfter so, dass gerade die Veränderung, die aus unserer Sicht bedenklich ist, von dem Patienten selber noch gar nicht registriert worden ist. Er zeigt manchmal eine bestimmte Läsion, die wir als völlig harmlos einschätzen, aber dann finden wir dann eben doch eine Veränderung, die behandlungsbedürftig ist. Zum Hautkrebs-Screening gehört eine ausführliche Beratung zu den Risiken und zum jeweiligen Hauttyp. Noch einmal Dr. Miehe. Dann erfolgt die eigentliche Untersuchung. Wichtig bei dieser Untersuchung ist, dass keine Körperpartie ausgelassen wird. Es hatte jeder sein eigenes Schema, nachdem er das macht. Ich will es vielleicht mal so erzählen, von oben nach unten. Das muss der behaarte Kopf natürlich angeguckt werden. Die Haare müssen gescheitelt werden. Dann muss auf die Kopfhaut geguckt werden. Es muss hinter die Ohren natürlich auch geschaut werden. Es muss die Mundschleimhaut mit inspiziert werden. Also der Patient muss seinen Mund öffnen. Und dann wird die übrige Haut betrachtet. Das heißt, der Rumpf, der Rücken, die Brust, die Arme. Und dann geht es weiter. Untersucht werden der Genitalbereich, die Beine und die Füße. Das Ganze dauert gerade mal ca. 15 bis 20 Minuten. Seit 2008 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen dieses Screening alle 2 Jahre bei Versicherten über 35 Jahre. Doch nur 44% dieser Berechtigten wissen das. Das ergab eine Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Und nicht mal ein Drittel von ihnen hat daran auch teilgenommen. Scheinbar ist noch bessere Information notwendig. Und Martin Miehe hat auch Vorschläge für ein verbessertes Screening. Wir Dermatologen hätten uns gewünscht, dass auch der Einsatz des Auflichtmikroskopes mit in den Leistungsinhalt aufgenommen worden wäre, weil durch das Auflichtmikroskop, was sozusagen zum Standarduntersuchungsmittel von uns Dermatologen gehört, die Strukturen der Veränderung, gerade der Leberflecke mit der Option, dass sich daraus ein schwarzer Hautkrebs entwickeln kann, dass die wesentlich besser erkannt werden. Ein Wunsch, dem die BIG übrigens bereits nachgekommen ist. Für BIG-Versicherte gilt, hier kann das Auflichtmikroskop eingesetzt werden. Und auch Personen unter 35 können regelmäßig zur Früherkennung. Aber auch jeder Einzelne kann sein persönliches Hautkrebsrisiko vermindern. Der Berliner Hautarzt hat einen Tipp. Lichtschutz ist ein entscheidender Faktor. Das heißt, es gibt Textilienlichtschutz, es gibt wirksame Lichtschutzcremes, die entsprechend aufgetragen werden. Und es gibt auch bestimmte Verhaltensweisen, dass man, wenn die Sonne am intensivsten ist, vielleicht dann nicht gerade an den Strand geht. Oder auch, wenn man im Winter zum Beispiel dann in eine sonnenscheinreiche Gegend fährt, dass man da auch Vorsichtsmaßnahmen walten lässt. Das heißt, sich erst peu à peu sozusagen an die stärkere Lichtexposition gewöhnen.